willkommen zu Tag 2 hier bei diesem schönen Wetter. Begrüßen wir euch recht herzlich, liebe Daisy-Freunde und Freunde der Pixelig-Unterhaltung. Während unsere Körpertemperatur sinkt und wir hier jämmerlich verrecken, obwohl ich meine AK in der Hand habe. Und ja, Harvin, du kannst mal kurz den Schweinestall zeigen, wohin wir laufen wollen. Dorthin, Schweine-Kuhstall. Egal. Warte mal, ich sehe den gar nicht. Ach doch, dort hinten in dieses lange Gebäude wollen wir hin. Weil dort soll angeblich was Gutes liegen. Ich weiß auch gerade nicht, ob der Regen lauter ist als ich. Mach Sonnenstern. Ach, warte mal kurz. Ich müsste was trinken. Das hätte ich fast vergessen. Ja, ihr seht meine. Leg dich mal hin, lieber. Ich habe hier keinen Bock, dass wir abgesniped werden oder so. Ach, hier wird schon nichts passieren. Soll ich auch was essen? Ich meine, es blinkt noch nie, aber. Nee, lass mal. Erst uns blinkt. Ja, sonst vergesse ich das dann und dann bin ich tot und dann. Ich erinnere dich. Okay. Hoffe ich. So, komm, Buschi. Und wie ihr seht, ist Klaus auch noch irgendwie, komm aus dem Busch raus, präsentier dich mal. Ich bin hinter dir schon. Ah, okay, du liegst schon. Das ist toll. Was bin ich? Hatte der Server festgefahren? Nein. So, wie ihr seht, hat Klaus einen größeren Rucksack und schon eine richtige Waffe. Und massenhaft Essen und Trinken. Ja. Also was heißt Essen? Ich habe einen Essensfutterdose. Deswegen wird er jetzt die Vorhut machen. Ich hab nur die Axt. Ich hab nur die genau Axt. Deshalb sollte ich die Nachhut machen. Erstmal Kanonenfutter hier, ne? Nein. Nee. Ich hab Bock wieder zu sterben. Bin froh, dass ich mal 3 Tage am Stück überlebe. Also nochmal für alle, die das hier schauen. Lauft am Anfang nicht in irgendwelche Dörfer rein. Haltet euch am Rand, sucht nach Lagerhallen, geht dann dort rein, geht wieder raus und sucht weiter. Nur so kann man auf Dauer überleben. Wir machen es gerade auch nicht mehr anders. Oder ich mache es zumindest nicht mehr anders. Ich gucke nur nach Lagerhallen. Wenn ich irgendwelche Häuser sehe, die am Stadtrand sind, gut, da kann ich auch reingehen, aber das ist schon wieder ungern. Wo man weiß, dass man da reingehen kann. Ja, also wirklich nur. Also es ist vielleicht, das ist ein Trick, das Rechtsklick einfach halten. Da kann man noch ranzoomen und da kann man an ein Fenster gucken, ob man da reinschauen kann oder nie. Wenn man nie reinschauen kann, kann man logischerweise auch nie reingehen. Ja, das Problem, was man vielleicht noch sagen sollte, ist Klaus, der ist gestorben. Deswegen hat er auch seine schöne Sniper, mit der er in den letzten Folgen immer schön in die Häuser reingeschaut hat. Ja. Hat er die nicht mehr, aber er hat einen Fernglas gefunden. Ich bin in gut 12 Häuser reingelaufen, hab nichts zu essen gefunden. Dann hab ich mein Essen und mein Trinken in der Hand. Ich freue mich wie ein Schneekönig, steht ein Kunde hinter mir und knallt mich ab. Und da ich dem die 5 Pistolenschüsse auch nicht mehr an den Hals jagen konnte, also ich hab's jagt, nur anscheinend kam die nie irgendwie an bei dem. Flugrichtung gewechselt oder so. Ist er dann auch nicht gestorben oder vielleicht doch noch. Jedenfalls bin ich zuerst gestorben, was mich tierisch angepisst hat. Und ja, da war halt mein Sniper weg, jetzt haben wir neu angefangen. Ein Freund hat mir dabei geholfen, der das Spiel noch nie gespielt hat, aber irgendwie hat er mir Glück gebracht. Uns ist ein Typin über den Weg gelaufen, die hatte dann auch. Ne, die AK haben wir vorher gefunden. Ja, die AK hatten wir halt gefunden, dann ist uns die Typin über den Weg gelaufen. Die ist dann halt an uns gestorben und dann noch ein paar Zombies. Wir hatten jetzt ein paar Blutpakete und ab da ging es eigentlich recht einfach. Und jetzt bin ich gerade dabei, Klaber hier zu helfen, damit er auch gut equipped wird. Yeah! Weil ich habe eigentlich alles bis auf viel zu essen. Ich meine, für Kenne ist hier nichts drin. Also hinten, nee, schaut nicht so aus. Na gut, wir sind jetzt auch auf einem anderen Server. Vor uns bei meinem, da lag ja hier alles voll. Liegt bestimmt daran, dass ich hier dabei bin. Da ist auch noch eine andere, bitte. Da kann man auch noch. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber ich höre hier schon wieder einen Zombie, der sich hier irgendwie so. Ich weiß, in der Hütte vor allen Dingen, da waren vor uns. Also hier liegt wieder nichts, toll. Links müsste der sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich guck mal so mit rein. Geradeaus ist einer. Da kommt einer angehoppelt geradeaus. Ach, dort hinten. Na, wollen wir jetzt dorthin gehen oder erstmal woanders? Naja, ich meine, das sieht ja ein bisschen einladend aus, ne? Warte mal, ich guck mal. Weißt du denn eigentlich schon, wie man die Blutpakete. Ja, wahrscheinlich einfach nehmen. Und wie ihr seht, ich hatte auch einen toten Spieler gefunden. Der hatte dann Pasta dabei und ein Nachtsichtgerät. Das ist natürlich edel, also. Ja, ja. Warte mal.
Menschliche Reize, mein Gott. Naja, der Regen, das ist schon ein bisschen feucht. Wie der Regen so durch die Dächer durchkommt, ist auch faszinierend. Also bei mir nicht. Aber bei mir läuft hier schön der Regen durch, so Sand. So, warten wir mal noch kurz, bis der Zombie dort vorbei. Stell dich mal bitte nicht so vor mich, nicht, dass ich einen Schuss löse, das wäre uncool. Weißt du eigentlich schon, wie man das Blutpack macht? Na, einfach nehmen wahrscheinlich. Nee, eben nicht. Also entweder war ich damals noch zu blöd, vor 2 Wochen, oder, ja. Na, wie denn aber sonst? Vielleicht brauchen wir noch irgendwie einen Krankenhaus. Eine Spritze oder was? Spritze. So, ich glaube, der Zombie ist weg. Warte mal, ich guck mal vor. Aber hier einen Kriechen jetzt. Ja, ja, ist klar. Gib mir mal Rückendeckung. Ich höre etwas. Achso, das bist du. Warte mal, dort, hier, warte, haut schon. Warte mal, hier links ist noch was. Der Kunde kommt schon wieder an. Ah, ist ja klar, der läuft genau mir wieder über den Weg, du. Unter uns, der Zombie. Na, komm. Der hat mich gesehen. Hat uns schon gesehen. Renn übers Feld. Warum übers Feld rennen? Komm jetzt mit, Kunde. The fuck. Renn. Ein bisschen Action muss sein. Bleib doch mal hier, Kunde. Jetzt sterb doch mal. Ich will nicht, dass du dir die Beine brichst oder so. Ich brech mir doch nicht die Beine, nur pass auf, da ist noch einer. Der hat dich gesehen. Ich hab keinen Schuss abzulaufen. Machst du das, oder? Ich geh mal gucken, was hier noch so liegt. Ja. Geh du mit der mal dort hinten in die Hütte rein, ich lenk dir ab. Jo. Ach, wie ich meinen Klick liebe, hier liegt wieder nichts drin. Ich renn ein bisschen durch den Schweinestall. Ja, das ist schön, du. Da sind noch andere Zombies. Wo treffen wir uns? Oben links ist ein Wald, dort treffen wir uns, okay? Dort schnetzeln wir die. Oben links? Ach, rechts findet ihr jetzt. Ach so. Dort oben ist ein Wald. Hinter der Mauer dort. Okay. Da werden wir jetzt viele Zombies mit anschleppen, aber die kriegen wir, oder? Ja. Da rennt doch. Ja. Die ganze Meute. Lol, bei dir rennt bloß einer hinterher. Ich okay, noch. Zwei, der ja. Hat mich gesehen. Ich brauch nur einen Berghügel, wo sie kurz langsamer laufen, dann kann ich sie abschießen. Ich geh mal lieber weg von dir, sonst denkst du noch, ich wäre ein Zombie. Ja, bitte. Ah, du weißt dann ungefähr, wo ich bin? Ich lauf schon hinter dir, du. Okay. Ich laufe so parallel zu dir. Also nochmal nach rechts gucken, so leicht hinter dir bin ich dann so. Naja, ah, tut. Das sind ja nur 3 Zombies. Hinter mir auch noch einer? Hinter dir auch einer? Nö. Oh, hier liegt ein Spieler. Oh, lass mich mal. Hier, da, wo ich gerade rüber gelaufen bin, da liegt ein Spieler. Ja, ich sehe ihn schon liegen. Da liegt noch einer. Gekillt? Da liegen 2 Spieler. Okay, Plünderbäder. Scheiß Drecksviecher. Ach nee, das ist gar kein Spieler, das war ein toter Zombie. Das ist auch ein Zombie. Wer oder was war hier? Hä, wo meinst du, liegt ein toter Spieler? Liegen da 2 Zombies? Und das Zombies? Ich dachte, die hätten einen Rucksack aufgehabt. Nee, der eine sah bloß so aus. Das war Busch. Oh, mein Essen blinkt. Das müsste ich jetzt mal essen. Machen wir uns mal eine Pasta hier, hauen wir uns die mal hinter. So. Ich bin am Arsch. Die wollen ja abhauen. Alter, liegen 3 Zombies. 4. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo bist du? Ah, ich renne hier so ein bisschen übers Feld. Schön.
Und jetzt. Warte, ich komm gleich. Der Masel. Kannst du mir mal helfen? Wenn ich dich sehe. Warte, ich hör was. Ja. Siehst du mich? Siehst du mich? Rennen? Ja, umdrehen. Ach, dort. Ah ja, okay. Ja. Sind noch zwei. Aber bitte nicht mich schlagen. Nee, nee, ich versuch's schon. Moin Kumpel, grüß Gott. Grüezi und hallo. Bandage nehme ich einfach so. Der hat nur Munition. So. Wo wollen wir denn jetzt hin? Sehr schön. Das ist eine gute Frage. Ich weiß ja nicht, was du schon deine Entdeckungstour hier so in der Nähe gesehen hast, wo es gutes Zeug. Da ist eine Burg. Da ja, hinten seht ihr die Burg. Wir wollen mal zu der Burg. Weil das habe ich nämlich noch nie gesehen bei DZ. Und kein Let's Play. Das will ich mir mal angucken. Also ich war jetzt mal auf einer Burg, aber mit dem Kunden hier, da habe ich eine Pistole gefunden, aber weiter war auch nicht toll. Naja gut, eine Pistole würde mir schon reichen. Und vielleicht schon mal was zu essen. Ich meine, ich habe jetzt alles grün, aber trotzdem. Wo war denn die Burg? Geradeaus. Geradeaus? Ja. Die sieht man. Ne, ich sehe sie gerade nicht. Hier hat man ganz leicht so zart da hinten. Zart. Schwuchtel. Gesehen. Ja, ja. Nein. Hinten im Busch, da. Verteidigst mich sehr gut. Guckt so ein Turm. Naja, ich such grad schon. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie das Osterzgebirge hier. ein Turm? Wo siehst denn du denn? Siehst du den Turm nicht? Dort hinten ist ein Turm. Was denn überhaupt? Ich kreuz jetzt leider den Feldweg, das da. Ja, da, so ist. Feldweg? Alter, wo bist du? Bin hinten im Busch. Ja, ja, ich seh dich schon. Einfach mir jetzt nach hier. Einfach der Straße. Ich seh dich ja nicht mal. Ach, dort hinten, sag doch mal. Ich was. Guck mal, ich guck mal auf der Karte kurz. Ach, dort hinten, ja, okay, ja, ich seh auch. Wo waren wir? In Mokliwira Badabada? Führt deine Straße hin? Nee. Aber du weißt jetzt, wo ich hin will. Ja, ja, jetzt weiß ich wo. Gut. Also zu essen wäre noch cool, wenn wir mehr finden würden. Ja. Trinken hast du ja noch, ne? Wie viel hast du? Mal. Kann man es mal kurz an die Seite hier setzen? Ja, ja. Nimmst du mir mal kurz Rückendeckung? Ja, Moment. Ich habe. Warte. Kann ich mal in deinem Rucksack gucken? 2 Soda-Flaschen. Ich hab nur noch 2 Soda-Flaschen. Na gut, das reicht ja dann für uns. Erstmal. Ich hab erstmal genug. Painkillers. Moderate Painkillers. Aha, bei also Wunden.